5 Top-Übungen für deine Hüfte, die dir mehr Beweglichkeit im Hüftgelenk schenken. Ich erkläre dir auch, warum die einzelnen Übungen so wertvoll sind. Das Video soll eine Inspiration sein für dein Üben zu Hause. Deshalb schau das Video bis zum Schluss an. Die erste Übung, Vierfüßlerstand. Du schiebst den linken Fuß zur Seite, linke Ferse, rechtes Knie in Linie, den linken Fuß so ein Stückchen ranziehen, 5 bis 10 cm und dann beginn, das Becken zu kreisen. Und diese Übung ist so wertvoll, du mobilisierst die Handgelenke, Kniegelenke, unterer Rücken ist in einer natürlichen Kurve. Und damit kannst du auch dem Becken mehr Raum schenken. Und diese Übung übst du dann entsprechend auf der anderen Seite. Die zweite Übung ist wertvoll, um den Psoas zu dehnen. Ich empfehle dir hier mit einer Decke zu üben. Den rechten Fuß bringst du nach vorn. Hier vergrößerst du den Abstand nochmal, so eine halbe Fußbreite nach vorn. Bring die Hände auf dein rechtes Knie und wichtig ist, die linke Hüfte, die möchte immer so nach hinten ausweichen. Das verhinderst du, indem du den linken Oberschenkel nach innen drehst. Die Hüfte bleibt parallel zur vorderen Mattenkante und dann schiebst du das rechte Knie nach vorn. Das Becken sinkt nach vorn unten, Bauch ist aktiv, zieh die unteren Rippen nach innen. Und dann kannst du wunderbar in die Dehnung gehen. Und ein weiterer Punkt ist wichtig. Vermeide ein Hohlkreuz, Steißbein nach innen ziehen, immer wieder an der Beckenaufrichtung arbeiten. Und damit hast du den linken Hüftbeuger, speziell den Psoas, intensiv gedehnt. Und das übst du dann entsprechend auf der anderen Seite. Die dritte Übung, die ist ein Klassiker, die unterrichte ich in jeder Yogastunde, die Taube. Du ziehst das linke Knie nach vorn, linkes Knie, linke Mattenaußenseite, Schienbeinspann in Verlängerung. Jetzt kannst du wieder beginnen, das rechte Knie, den rechten Fuß so ein Stückchen nach hinten zu schieben. Das Becken sinkt tiefer. Du vermeidest Folgendes, so ein seitliches Wegkippen nach links. Das passiert ganz oft. Hüfte parallel, zieh die Schienbeine zueinander, damit hast du mehr Stabilität in deiner Hüfte. Komm auf die Fingerkuppen und hier kannst du dynamisch üben. Du kippst nach vorn, richtest dich auf, einatmend, kannst das 4-5 Mal wiederholen. Und ich empfehle immer Folgendes, Fäuste machen, Stirn auf die obere Faust und dann kannst du hier in der Position 5 bis 10 Atemzüge verweilen und die Taube auflösen, zeige ich dir auch noch. Einfach das Bein nach oben strecken und dann die andere Seite üben. Die Taube ist so wertvoll. Du hast die Psoasmuskulatur intensiv gedehnt, aber auch die Gesäßmuskulatur profitiert von der Übung und damit hast du wunderbar den unteren Rücken entlastet, aber auch die Hüfte geöffnet. Bevor ich dir jetzt die vierte Übung vorstelle, wenn dir das Video gefällt, so abonniere meinen Kanal, klick auf die Glocke und du bist immer bestens informiert. Die nächste Übung wird nochmal schön die Adduktoren dehnen. Hier ein Bild von der Muskelgruppe und den Rücken, speziell die Rückenstrecker und Muskulatur dehnen, verlängern. Und damit kannst du deinem Rücken etwas Gutes tun. Ich empfehle dir, setz dich erhöht auf eine Decke. Baddha Konasana, die Fußsohlen zusammen. Und hier ist es wichtig, schieb mal die Füße ein Stückchen mehr nach vorn, also nicht so nah ran, ein Stückchen mehr nach vorn. Damit wird die Übung leichter. Du beginnst dich im Becken aufzurichten. Und so wie du die Fußsohlen zusammendrückst, schiebst du die Knie auseinander und bist hier in der Dehnung deiner Adduktoren angekommen. Das hilft dir zum Beispiel, um auch Knieschmerzen aufzulösen. Und dann kannst du die Hände an die Knöchel bringen und du kippst nach vorn. Ich ziehe gern die Ellenbogen vor die Schienbeine, nutze diesen Widerstand, kreier Länge, lass mich sinken. Du kannst in dieser Position verweilen und was du unbedingt ausprobieren solltest, ist Folgendes. Finger nach vorn, auf den Fingerkuppen bleiben, dich noch mehr verlängern und so ganz leicht nach links und rechts schaukeln.
Und damit kommt so eine wunderbare Dehnung im unteren Rücken an. Genieß das. Auflösen, zurückkommen, Knie heranziehen. Und jetzt gibt es die nächste Übung. Auch die unterrichte ich ganz regelmäßig in den Yogastunden. Nadelöhr. Da verlinke ich dir auch ein Video. Du kannst es dann direkt üben. Rechte Knöchel vors linke Knie. Hände zum Schienbein. Wenn das nicht geht, zur Oberschenkelrückseite. Hier ist wichtig, du hast die Zehen aktiv, um das Knie zu schützen. Und das rechte Knie jetzt in meinem Falle, das schiebst du leicht nach vorn, das linke Knie ziehst du heran und damit bist du wunderbar in der Hüftdehnung angekommen. Und was auch cool ist, ist einfach so ganz leicht nach links und rechts schaukeln. Da kommt die Dehnung auch nochmal intensiv an der Gesäßmuskulatur an. Und was sich auch lohnt, ist dann mal die Hände lösen. Du kannst in eine Drehung gehen, die Knie können nach links kippen. Hier verweilst du ein paar Atemzüge. Über die Mitte entsprechend nach rechts, verweilen, genießen, wieder zurück und dann entsprechend die andere Seite üben. Hüftübungen sind extrem wertvoll, um an deiner Hüftmobilität zu arbeiten, den unteren Rücken zu entlasten und damit kannst du schmerzfrei dein Leben genießen. Hier ist das Video speziell zum Nadelöhr, kannst du das für dich zu Hause ausprobieren. Empfehle meinen Kanal weiter und ja, wenn du live mit mir üben möchtest über Zoom, alle Informationen findest du hier. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.